Heute soll es mal um das Problem mit dem glykämischen Index gehen. Was das genau ist, da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber vielleicht erstmal kurz, ich will jetzt nicht den glykämischen Index total verteufeln und sagen, das bringt nichts, lass den komplett weg, musst du nicht mehr beachten. Es ist schon ein wichtiger Indikator, um mal grob zu sagen, ist ein Lebensmittel denn grundsätzlich gut für mich als Typ-2-Diabetiker? Also habe ich da eine hohe Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel zu erwarten? Oder ist das Lebensmittel ganz okay, dass ich das ohne Probleme essen kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass hier mein Blutzuckerspiegel gleich durch die Decke geht. Also als erste grobe Instanz, um mal Lebensmittel im Groben einzuordnen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und sollte man auch weiterhin in Betracht ziehen und jetzt nicht das komplett zur Seite packen und sagen, brauche ich nicht, ist sinnlos. Aber es bringt halt auch einen kleinen Knackpunkt mit und dazu müssen wir erstmal verstehen, wie der glykämische Index überhaupt zustande kommt, wie der berechnet wird. Und das ist natürlich kein Geheimnis, ja, was ich jetzt hier offenbare und dann ist die Welt ein Stück klüger, sondern man kann das ganz einfach googeln. Der glykämische Index, abgekürzt mit GI, gibt an, wie stark 50 Gramm Kohlenhydrate aus einem Nahrungsmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Das sagt der glykämische Index aus. So wird das Ganze berechnet. Und als Referenzwert gilt dabei immer Traubenzucker, also reine Glukose. Und dann schaut man halt, der Blutzuckerspiegel im Vergleich zum Traubenzucker, wie stark steigt er an und wie schnell. Weil Traubenzucker lässt ihn am schnellsten und stärksten ansteigen. Und das wird dann immer mit 100% angegeben. Und je nachdem, wie nah jetzt ein Lebensmittel an diese 100% rankommt, kann man halt dann einstufen, hat es jetzt einen hohen glykämischen Index, wirkt stärker und schneller auf den Blutzuckerspiegel oder eben im Vergleich zum Traubenzucker, zur reinen Glukose, hat es eher einen niedrigen glykämischen Index und wirkt halt kaum und sehr langsam auf den Blutzuckerspiegel. Und da gibt es halt dann gewisse Bereiche, wo man sagen kann, das ist hoch, mittel, niedrig. Das wäre jetzt zum Beispiel, alle Lebensmittel, die einen glykämischen Index über 70 haben, werden als hochglykämisch eingestuft. Und alles, was zwischen 55 und 70 liegt, das ist dann mittlerer glykämischer Index und alles, was eben unter 55 ist, ist dann niedrig glykämisch. Soweit erstmal zur Theorie. Sollte logisch sein. Wahrscheinlich hast du dich oder zumindest hoffentlich hast du dich auch schon mal damit beschäftigt in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptproblem und das haben wir eigentlich vorhin auch schon ganz kurz schon angesprochen und wer aufmerksam war, hat es auch schon erkannt, dass einfach bei dieser Sache hier immer nur 50 Gramm Kohlenhydrate des jeweiligen Lebensmittels mit reiner Glukose verglichen wird. Dabei wird aber nicht berücksichtigt, wie viel von diesen Lebensmitteln ich essen muss, um auf diese 50 Gramm Kohlenhydrate zu kommen. Weil es kann ja sein, dass ich ja mehrere 100 Gramm essen darf, um auf diese 50 Gramm Kohlenhydrate zu kommen. Und dann ist diese Rechnung im Alltag, im wirklichen Leben, wenn wir also nicht immer nur vergleichen Kohlenhydratmenge des Lebensmittels, sondern wir essen halt einfach ein Lebensmittel, so viel bis wir satt sind, das können auch mal über 50 Gramm Kohlenhydrate sein, das wird halt da nicht berücksichtigt. Und deshalb ist der glykämische Index praktisch gesehen nicht so ideal als Referenzwert. Es gibt eben ein Indiz, was potenziell schon mal gut und schlecht ist, aber wir können es halt nicht genau sagen. Da wäre ein anderer Wert wesentlich verlässlicher. Das wäre zum Beispiel die glykämische Last. Da gehen wir aber jetzt nicht drauf ein. Aber das ist ein Wert, der eben das auch noch berücksichtigt. Also da können wir eigentlich mehr rausziehen als aus dem glykämischen Index alleine. Und das ist eben das große Problem bei diesem glykämischen Index, weil das kann man jetzt natürlich auf sämtliche Lebensmittel übertragen und immer schauen, okay, das hat zwar einen schlechten Wert, aber wie viel kann ich denn davon essen, damit dieser Wert überhaupt zur Geltung kommt? Oder wie wenig darf ich nur davon essen, damit ich diesen Wert erreiche? Und das ist halt was, das macht es dann schon praktisch im Alltag sehr kompliziert. Und daher ist eben der glykämische Index nichts, wo man sich jetzt drauf festnagelt und sagt, wenn das nicht stimmt, dann darf ich es nicht essen. Oder wenn es stimmt, dann ist es auf jeden Fall gut. Sondern man sollte halt dann immer schon mal überlegen, ist das praktisch auch so im Alltag? Oder ist es eher nur so eine Richtlinie? Und das ist es eben. Es ist eine Richtlinie, die erstmal sagt, grundsätzlich okay oder eben gar nicht okay. Und dann müssten wir aber schon noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und schauen, wie verhält sich das denn mit der glykämischen Last? Also wie viel kann ich denn von den ganzen Sachen essen, damit dieser Wert vom glykämischen Index auch wirklich so zur Geltung kommt? Und das war jetzt mal der wesentliche Punkt. Ich denke, es ist mal wichtig, das gehört zu haben, dass man sich da nicht irgendwie auf was versteift, was im Grunde gar keine Auswirkung hat oder zu verkopft an die Sache rangeht, weil am Ende zählt einfach das Lebensmittel. Ist dieses Lebensmittel an sich gut oder ist das Lebensmittel eher suboptimal und wie dann der glykämische Index aussieht, muss man sowieso von Körper zu Körper schauen, weil jeder Körper reagiert anders und das ist dann eher zweitrangig. Ich hoffe, das war soweit verständlich für dich. Bisschen komplexes Thema, aber es ist auch wichtig, dass man auch da mal einen kleinen Einblick bekommt und auch versteht, was bedeutet es überhaupt, wie relevant ist es und wie sehr kann ich mich auch auf diesen glykämischen Index verlassen. Also mach es dir nicht zu kompliziert, die ganze Sache. Und wenn du es dir am einfachsten machen willst und dir gar keine Gedanken darüber machen willst, was jetzt gut ist, was schlecht ist, ob das für dich geht oder ob das nicht geht, dass du einen klaren Leitfaden einfach für dich hast, dann
dann mach dich doch nicht mehr alleine auf den Weg, sondern lass uns das gemeinsam machen, hol dir Unterstützung. Geh mal auf unsere Website www.peterseidel.com. Wir begleiten Typ 2 Diabetiker, eben genauso Personen wie dich, in ihrem Alltag das Beste rauszuholen. Großes Ziel natürlich, Gewichtsziel erreichen, je nachdem, soll es nach unten gehen, soll es nach oben gehen oder soll es einfach gleich bleiben. Medikamente im besten Fall natürlich reduzieren und nicht immer mehr davon nehmen, logischerweise. Und einfach das Thema Diabetes ein für alle Mal in den Griff zu bekommen. Wenn das interessant für dich ist und wenn du da Hilfe brauchst und auch Hilfe möchtest, dann lass uns das gemeinsam angehen. Schau auf unsere Website www.peterseidel.com, trag dich ein fürs kostenlose Beratungsgespräch und dann schauen wir uns an, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können und wenn alles passt, dann machen wir das gemeinsam. In dem Sinne, ich freue mich auf dich und vielleicht sprechen wir uns schon bald persönlich und bis dahin, beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.